meine Beauty-Bunnies und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich wollte heute zusammen mit euch die neuen Produkte von Trended Up testen aus dem DM. Ich habe die Produkte allerdings vorbestellt, also heißt im Internet, und habe sie dann vor Ort abgeholt. Das ging dann etwas schneller, weil die Woche war doch irgendwie stressiger, wo ich Urlaub hatte, als gedacht. Naja, egal, anderes Thema, also stressige Woche. Aber jetzt sitze ich endlich hier. Also wenn du wissen möchtest, welche Produkte ich zusammen mit dir austesten kann, dann bleib auf jeden Fall dran. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das noch machen würdest. Vielen lieben Dank und ich würde sagen, wir fangen an mit den neuen Produkten von Trended Up. Fangen wir mit den ersten Produkten an. Das ist bei mir immer Lidschatten, weil ich einfach nicht weiß, wie der sich so macht. Und deswegen trage ich immer erst Lidschatten auf, weil wenn er dann nämlich krümelt, versaue ich sonst einfach meine Base. Und deswegen fangen wir damit an. Und der heutige Lidschatten, den ich mit dir zusammen austesten kann, ist diese kleine Palette hier, nämlich die Trended Up Color Sursuit Circuit. Frag mich bitte nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Eyeshadow-Palette und langanhaftende, besonders harte Lidschattenpalette mit 6 aufeinander abgestimmten Farben. Eine Kombination von matten und schimmernden Tönen sorgt für ein verführerisches Augen-Make-up. Verträglichkeit augenärztlich getestet. Es war sehr schwierig, irgendwie matte Töne zu finden. Auch so einzelne Lidschatten sind sehr schimmernd. Ich bin da nicht immer der Fan von. Aber so ist es eben. Für das Produkt hier werde ich mir meine Haare wegstecken und noch schnell eine Base auftragen auf mein Augenlid, damit das Ganze besser hält. Für den Lidschatten habe ich einmal näher rangeholt. Mein Lid ist jetzt gesettet und wir fangen an mit der ersten Farbe. Und dann nehme ich aus diesem Fännchen hier diese Farbe. Die ist auch schimmernd, aber wenn ich direkt mit dem Dunklen anfange, wird das nichts. Ich habe übrigens wirklich keine Ahnung, was ich hiermit schminken soll. Ich glaube, es wird ein sehr dezentes Augen-Make-up. Übrigens, weil mir das hier nicht matt genug war und nicht dunkel genug, habe ich mir noch das hier mitgenommen. Das ist ein seidig satter Puderlidschatten in der Farbe 112 Grau-Schwarz. Kommt auch gleich noch zwei Einsatz. Wir fangen aber erst einmal an mit dieser Farbe hier. Es ist ziemlich schwierig, mit so einem Pinsel reinzukommen. Man hätte irgendwie hiervon nur die Hälfte nehmen können. Und dafür das größer? Ja. Das setze ich mir erstmal meine Crease. Das ist ein Schimmerton. Ich glaube, du siehst das gar nicht so doll. Ja. Naja, wir fangen einfach mal an. Und wenn der Look eben nichts wird, dann wird er nichts. Man sieht eigentlich nur ein bisschen Schimmer, nicht sonderlich viel. Und ich gehe deswegen einfach mal in diese helle Farbe hier. Ist auch wieder ein Schimmerton mit dem gleichen Pinsel. Und versuche erstmal ein bisschen Helligkeit reinzukriegen. Ja, jetzt hat mein Pinsel ein Haar verloren. So. Mir fehlt hier so ein irgendwie Crease-Shade drin, mit dem ich irgendwie so anfangen kann. Und das Ganze aufzubauen, zu verblenden, das habe ich hier irgendwie nicht drin. Und das fehlt mir auch, das muss ich ehrlich sagen, fehlt mir. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht sehen. Es ist ein ganz zarter Schimmer auf meinem Lid, aber irgendwie nicht Farbe. Ich swatch euch mal die Farben. Also, das ist das große Fännchen. Das ist das, was ich am Anfang genommen habe. Ein rosaner und ein Schimmerton. Und ihr seht, die unterscheiden sich so gut wie gar nicht. Die beiden sind total ähnlich. Also die hier. Ihr seht, das funktioniert nicht. Ich werde direkt mit dem Braun arbeiten und werde das einfach mal ein bisschen auslaufen lassen. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendwie einen schönen Look hin. Also die Farbe ist gut in meiner Abgabe, das kleine Braun hier. Ich hätte mir gerne mehr solche matten Töne gewünscht, weil ich dann einfach mehr anfangen könnte, anstatt die gleichen Schimmertöne, die ihr hier seht. Ich sag mal so, das Braun ist gut, aber ich würde mir keine ganze Palette für so ein Braun kaufen. Das Gold ist übrigens ganz schön, das sieht man hier, das hat eine gute Deckkraft, könnte ich jetzt auch verwenden. Ich habe aber noch zwei andere Produkte, nee, sogar drei, für mein Augenlid, was ich noch euch präsentieren möchte. Für mich ist die Palette nichts, viel zu viel schimmernd dabei und ja, für eine Farbe, die ich gebrauchen kann, ist mir das zu wenig. Wir machen weiter mit einem Single Eye Shadow, den ich euch gerade eben schon mal vorgestellt habe, die Farbe 112, ein Grau-Schwarz.
Und das gebe ich mir mit dem gleichen Pinsel mal in meine äußeren Ränder hier. Das wird anscheinend ein Smoky Eye Look und war nicht geplant. Die Farbe ist sehr schön, die lässt sich gut aufbauen, verblenden in das Braun und auch nach oben hin. Dieser Single-Lid-Schatten finde ich gut, wenn du also keinen Schwarz in der Sammlung hast und du traust, wenn ich so ein richtiges Schwarz zu nehmen, ist, glaube ich, dieses Grauschwarz echt super. Du siehst, es verdunkelt sofort und damit hatte ich gar keine Arbeit. Also das ist eine absolute Empfehlung, diese Farbe hier. Wir machen weiter mit einem nächsten Schimmer-Shade und zwar Trended Up Shimmer Cream Eyeshadow. Ich habe hier die Farbe 020, zart, cremiger, besonders schimmernder Lidschatten. Verträglichkeit ebenfalls getestet. Ist wieder ein Single-Lidschatten und auch diesen werde ich dir einmal swatchen. Dafür, dass ein Creme-Lidschatten ist, bröckelt der hier aber sehr doll, muss ich sagen. Ja, es verliert alles. Und so sieht er geswatcht aus. Oh, der ist sehr trocken. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber der bröckelt eher. Und naja, den werde ich auf jeden Fall mit den Fingern auftragen. Und das mache ich im Augeninneren. Deckt gut ab, auf jeden Fall. Aber die Formulierung erinnert mich nicht an einen Creme-Lidschatten. Nein. Also da steht ja drauf Schimmer-Creme-Lidschatten, aber es ist nicht so. Ich sage, es ist wie eine Creme, die ich auftrage. Sondern wie ein trockener Schimmer-Shade. Denn ihr wisstet, wie ich hier aussehe. Ich habe gerade eine schwarze Hose an und das bröckelt total an meiner Hose. Es ist voller Schimmer, aber jetzt nicht so schön. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal verwenden würde. Ich glaube, ich muss ihm noch mit einer anderen Palette eine Chance geben und nicht mit diesem Dunklen darunter. Dann könnte es vielleicht was werden, aber so ist es nicht mein Favorite. Schade. Ich habe noch ein letztes Produkt für die Augen. Da sind wir mit den Augen auch durch. Und zwar habe ich mir noch mitgenommen den Ultimate Sparkle Liquid Eyeshadow und das ist hier die Farbe 25. Sonst steht nichts dran. Den swatchen wir auch einmal zuerst. Kommt gleich mit einem Applikator. Genau. Oh, und der ist sehr angenehm. Das ist für mich ein Creme-Lidschatten. Der ist cremig, der ist toll. Der ist aber nicht sparkling. Da habe ich mir jetzt wirklich Glitzer-Lidschatten vorgestellt. Wenn ich daran denke an Stila, die hatten wirklich so einen richtig Schimmer-Glitzer-Ton für einen Topper. Der war toll. Und das hier ist eher so, ja, Creme-Lidschatten eben. Das trage ich mir mal wie ein Half-Cut-Crease, genau, auf mein Auge. Und was ist passiert? Ich hoffe, du siehst das. Ich trage mit diesem Creme-Lidschatten meinen Lidschatten darunter ab. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist sehr ärgerlich. Warum mache ich denn dann sowas? Also es ist zu ölhaltig wohl, dass es das darunter abträgt und ich es deswegen nicht verblenden kann. Ich bin gerade mega unzufrieden mit dem Look. Warte, das ist ein Desaster. Warum mache ich Creme-Lidschatten oder sowas hier, was den anderen Lidschatten abträgt? Geht überhaupt nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Lidschatten neu auftrage, weil es nicht geht. Wir sehen uns gleich mit einem schöneren Look hoffentlich. So, nicht wundern, ich habe jetzt mal Concealer aufgetragen. Ich gebe natürlich der Palette noch eine Chance. Ich werde auf gar keinen Fall aber dieses Ultimative Sparkle Liquid anwenden. Ich finde dieses super interessant, aber es funktioniert nicht, weil es den Lidschatten darunter abträgt. Ich glaube, das ist gut, wenn man das alleine trägt. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde also mal schnell einen neuen Look zaubern und hoffe, dass es dann besser aussieht.
Ich habe jetzt einmal einen neuen Look geschminkt. Ob das besser ist als eben, weiß ich nicht, aber es löst sich gerade keinen Lidschatten ab. Und ich lasse es jetzt auch dabei. Es wird, glaube ich, auch nicht mehr besser. Die Palette ist nicht mein Liebling. Sie wird es auch definitiv nicht werden. Schade um die Palette. Ich glaube, das hätte gut performt, wenn auch ein paar mattere Lidschatten dabei gewesen wären. Aber mit einem macht man eben nicht so viel. Wir machen weiter mit einem nächsten Produkt. Und ich habe mir eine Wimperntusche mitgenommen. Und zwar die Lash Allure oder Allure Mascara von Trend It Up. Ich fand die Verpackung einfach mega schön. Schaut euch die mal an. Die ist einfach so hübsch. Das Bürstchen ist innen schmal und außen dick. Das ist ganz gut. Dann kommt man schön innen dran. Wie immer mache ich eine Lash Base drunter. Das ist ja eine von Essence. Das wäre sonst unverschämt, wenn ich es überall drunter mache, nur bei dieser nicht. So einmal zack. Und einmal zack. Jetzt sieht man nicht mal wegen dem dunklen Lidschatten. Und dann lasse ich das kurz antrocknen und dann gehe ich mit der hier drüber. Ich weiß nicht, wie die performt. Ich hoffe, dass sie gute Wimpern macht und ich meine False Lashes mir gespart habe. Weil ich sage ganz ehrlich, bei dem Look bräuchte man eigentlich False Lashes. So, dann fangen wir mal an und schauen. Die Mascara hier ist gar nicht so schlecht. Ich habe allerdings, also im Vergleich jetzt zum einmal getuscht und einmal ungetuscht, Mascaras, die deutlich besser sind, aber es ist auch nicht die schlechteste. So, ich habe Fake Lashes aufgetragen, weil es irgendwie den Look besser aussehen lässt, weil diese Fake Lashes fast alles von den Lidschatten verdecken. Deswegen habe ich Fake Lashes aufgetragen. Wir machen schon weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar Ultra Matte Primer von Trend It Up. Kommt in einer Squeezy Tube. 25 ml sind hier drin und dieser transparente Primer verleiht der Haut ein mattes, pudriges Finish. Der ultramatte Primer weichzeichnet optisch Unebenheiten und Linien und verleiht einen makellosen Teint, kann direkt auf der Haut als Base oder über den Make-up als perfektionierendes Finish aufgetragen werden. Das mache ich nicht oben drauf, sondern ich mache es unten drunter als Primer. Ich mache doch keinen Primer über mein Make-up. Finde ich irgendwie seltsam. Funktioniert vielleicht. Es ist mir aber zu neu und deswegen mache ich das wie immer. Also Squeezy Tube einmal öffnen. Oh, ist doch recht flüssig. Aber das ist irgendwie das Öl, was gerade rauskommt. Ich verteile es mal auf dieser Seite und dann können wir mal gucken, ob wir einen Unterschied feststellen. Oh, der ist total silikonhaltig. Krass. Ist auf jeden Fall matter. Hier siehst du mein natürliches Glänzen meiner Haut, frisch gewaschen. Und hier siehst du das andere, das sieht irgendwie nicht so glänzend aus. Ich kann das übrigens hier noch rüberwischen, weil das so viel ist. Also du brauchst echt nicht viel von diesem Primer. Während das Ganze jetzt ein bisschen einzieht und ich hoffe, es zieht noch was ein, weil sonst sitzt es arg auf meiner Haut, stelle ich euch schon mal die Foundation vor, die ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir das Matte Perfecting Mousse Make-up mitgenommen in der Farbe 010, kommt in ein Glasbottle und hier sind 15, und es ist Glas? Ich glaube, es ist Glas und hier sind 15 Gramm drin und dieses seidig zarte Mousse-Make-up mit Antiglanz in Gefekt kaschiert Hautunregelmäßigkeiten für einen ebenmäßigen matten Ton ohne Maskeneffekt. Ich habe mir dieses mitgenommen, weil es das deckendste jetzt war, was neu reingekommen ist. Also die anderen sind also nur so leichte Deckkraft und ich wollte aber Deckkraft haben. Ich mag das. Ich mag das, wenn es alles schön ebenmäßig und toll aussieht. Ich hoffe, dass diese Farbe passt, denn ich habe es online ausgesucht und ihr kommt jetzt zu einem Deckelchen nochmal extra. Innen drin sieht es so aus. Übrigens sieht das hier für mich 1:1 nach dem Essence Mousse Make-up aus oder Foundation. Wer von euch kennt diese Foundation noch von Essence? Daran erinnert mich das total. Ich habe sie auch verwendet, fand das eine Zeit lang auch echt gut, aber dann hat sich irgendwie meine Foundation-Routine geändert und ich habe das nicht mehr benutzt und jetzt taucht es wieder auf. Ich gebe mir das erstmal auf eine Seite von meinem Gesicht. Oh ja, es ist wirklich wie so ein Mousse. Als wenn ich hier einen Nachtisch reinpacke und den mir auf die Haut schmiere. Nur, dass die Farbe besser passt. Farbe könnte passen. Ich hoffe, dass das nicht nachdunkelt. Wir tragen das erstmal auf dieser Seite auf und schauen mal, wie deckend das wirklich ist. Die Farbe passt wirklich super. Da habe ich nicht viel Arbeit, irgendwie das zu verblenden, damit die Farbe nicht so auffällt. Aber ich würde es nicht als mega deckend bezeichnen. Da möchte ich gerne jetzt, dass mir die anderen Foundations sind, wenn das schon so deckt.
Und das gilt als richtig deckend. Wenn du das mal anschaust, man sieht hier definitiv meine Rötungen durch. Hier sind es natürlich mehr. Das Bild ist schöner von Ergebnis her. Aber hier sehe ich ebenfalls noch meine ganzen Punkte. Ich sehe auch meine Sommersprossen durch. Die Versprechung, dass es eine hohe Deckkraft hat, ist für mich nicht da. Es ist für mich eine mittlere Deckkraft. Vielleicht kann ich das gleich irgendwie aufbauen, wenn ich auf der anderen Seite mit einem Pinsel arbeite. Das werden wir jetzt direkt mal ausprobieren. Ich habe mir wieder was auf mein Gesicht gegeben und diesmal verblende ich das mit einem Pinsel. Und mal schauen, wie das Ergebnis dann wird. Also wenn du eine hohe Deckkraft haben möchtest, arbeite definitiv mit einem Pinsel. Mit einem Schwämmchen ging das einfach nicht so gut, weil das Schwämmchen vielleicht auch viel zu viel aufgesaugt hat. Der Pinsel ist ja wirklich das Nonplusultra, also damit funktioniert das ganz gut. Und ich habe jetzt eine schöne Deckkraft. Ich weiß nur nicht, wie lange dieses Make-up auf meiner Haut hält. Es kriecht hier leicht in die ganz kleinen Fältchen rein, wie auch hier die. Da sitzt es gleich drin. Deswegen mach mal schnell weiter mit dem nächsten Produkt, damit ich das Ganze irgendwie setten kann und einigermaßen hält. Und zwar habe ich mir einen Concealer mitgenommen aus der Rosy Touch Reihe, nämlich den Rosy Touch Concealer in der Farbe 010. Der kommt mit 10 ml und dieser zarter, langenhaftender Concealer mit pflegendem Kollagen für einen strahlenden, perfekten Teint mit Glow-Effekt. Kaschiert Hautunebenheiten und Rötungen, verleiht der Haut ein natürliches, frisches Aussehen. Ich glaube, der ist nicht so deckend, deswegen trage ich den auf und lasse den einfach mal ein bisschen antrocknen. Kommt mit so einem Applikator, das kennt man ja. Und der ist sehr flüssig. Der wird, ich glaube, sehr wenig deckend sein. Ich trage den extra nicht so schmierig auf, weil ich Angst habe, dass ich meine Foundation damit abtrage. Deswegen tupfe ich den gerade auf und lasse ihn dann so etwas antrocknen. Mit Hoffnung, dass der dann deckender ist. Das ist jetzt ein bisschen angetrocknet. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, die Farbe passt ganz gut, gefällt mir, aber ihr könnt etwas deckender sein. Also man sieht immer noch so ein bisschen meinen Blauschleier. Ich werde das noch einmal etwas auftragen, nochmal antrocknen lassen und dann nochmal verblenden. Also hier vor allen Dingen, da sind meine blauen Linien, die ich gern verdeckt haben möchte. Also wirklich aufbauen kann man ihn nicht. Deckkraft bleibt gleich. Ich finde, das geht jetzt aber noch. Nachdem ich jetzt gleich mein Gesicht gesettet habe und einmal Kontur aufgetragen habe, bin ich dann mit dem nächsten Produkt wieder hier durch da. Ich habe noch schnell meine Augen fertig gemacht. Heißt einfach nur unten noch meine Wasserlinie Kajal aufgetragen und das ein bisschen ausgeblendet. Das nächste Produkt ist ein Fibra Brow Gel Liner. Ich habe so ein Produkt auch schon von Catrice und finde das richtig gut. Das ist hier die Farbe 035. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt hell oder dunkel ist. Das war irgendwie ziemlich schwierig. Kommt mit so einem kleinen Bürstchen, wirklich klein, aber fein Bürstchen. Und von Catrice, das kleine Ding liebe ich, weil ich einfach dann keine Arbeit mehr habe. Ich gehe einfach durch meine Augenbraue, ziehe die nach oben, hier noch einmal so ein bisschen runter und fertig ist meine Augenbraue. Ich finde das mega angenehm, so ein Produkt, weil ich einfach nicht mehr alles nachmalen muss und ach, es geht einfach viel schneller. So und zacki, zacki. Augenbraue fertig. Das ist ein mega gutes Produkt, dieses kleine Ding hier. Also der Fibra Brow Gel Filler, einmal von Catrice und einmal von Trend It Up. Beide sind sie super. Das nächste ist ein Blush, den ich für euch habe, nämlich den Rosy Touch Duo Blush in der Farbe 010. Und seidig zartes Duo Blush verleiht dem Ton natürliche Frische und konturierende Farbakzente. Gut, da sind wir mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe hier so einen kleinen Pinsel. Ich gebe jetzt in beide Farben einfach mal rein. Oh, der ist sehr orange. So einen habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung, ja, so recht orange. Abgabe ist krass gut da. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Also manchmal brauche ich so eine Farbe, die fehlt mir total in meiner Sammlung. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, der gefällt mir richtig gut.
Aber er ist echt intensiv, also da muss man aufpassen, dass man den nicht zu doll aufträgt. Ein nächstes spannendes Produkt, oder ich bin irgendwie ziemlich aufgeregt, das anzuwenden. Und zwar habe ich mir den Roll-On Highlighter mitgenommen. Gab es, glaube ich, in zwei Farben. Ich habe hier die dunklere Farbe, nämlich die Farbe 030 in so einem Goldton. Und vorne kommt ein Rollapplikator, wie so ein Roll-Deo. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob da was rauskommt. Mhm. Ah ja, jetzt kommt was, oder doch nicht. Das scheint drückt. Überhaupt was raus? Gut, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass da nicht genug rauskommt. Ja, hallo Highlighter, wo steckst du denn? Komm, 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 du willst es doch auch. Mach mich hübsch, mach mich hübsch. Gut. Ich habe es jetzt ziemlich angerollt, aber man sieht nichts von diesem Highlighter. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe jetzt aber eine Idee, wie ich daran komme. Ich mache einfach diese Kappe ab in der Hoffnung, dass das geht. Hier vorne ist nämlich dieses Käppchen dran, was das Ganze eigentlich verhindert, rauszukommen. Ich will jetzt aber unbedingt an diesen Highlighter kommen. Und wenn ich ihn irgendwie anders auftrage, okay, das habe ich ab. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber so kriege ich wenigstens was auf meinen Handrücken. Hey, ich sehe die Farbe. Die Farbe sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ist ziemlich flüssig gerade. Ja klar, sonst kommt natürlich dieses Rollding auch nicht. Und ich hoffe, dass meine Foundation damit dran bleibt. Oh je, oh je. Das sehr ölhaltig ist. Muss man echt vorsichtig auftragen. Und ist irgendwie auch schon wieder verschwunden. Spannendes Produkt, aber es ist auch sofort weg, wenn ich es irgendwie auf meinem Schwamm aufdrücke. Und ich dachte, ich hätte noch so viel für diese Hand. Aber wie du siehst, siehst du nichts. Eigentlich macht es nur so ein bisschen feucht. Ich würde noch nicht mal von einem Highlighter sprechen, sondern irgendwie so ein bisschen Feuchtigkeit, was ich mir ins Gesicht gebe. Aber sehr akzentuiert. Ein letztes Produkt ist ein Lipstick, den ich mitgenommen habe, nämlich den Pure Nude Lipstick in der Farbe 25 und sieht so aus, einmal geswatcht. Könnte so eine schöne Alltagsfarbe sein. Die Farbe gefällt mir am Handrücken sehr gut und den trage ich einfach mal auf. Es ist genau meine Farbe. Meine Beauty-Hasen, das ist der fertige Look mit den Trended-Up-Produkten. Jetzt, wo alles da ist, finde ich den Look super. Ich mag jetzt auch mein Augen-Make-up. Aber der Weg dahin war etwas komplizierter. Das habt ihr ja mitbekommen. Lieblingsprodukte aus dieser Trended-Up-Reihe sind das Mousse-Make-up. Finde ich gar nicht so schlecht. Das macht echt ein gutes Hautbild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann der Blush, das ist mal so eine andere Farbe. Es ist nicht so das typische rosige, sondern geht mal in eine andere Richtung. Und ich muss auch sagen, dass mir das Single Lid Schatten in Schwarzgrau in der Farbe 112 sehr gut gefällt. Der ließ sich super verblenden. Also wenn du Angst hast vor so einem Schwarz, nimm diese Farbe, die ist echt sehr angenehm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie findet ihr die Produkte von dieser Reihe? Ist da was dabei, was ihr sagt, mag ich überhaupt nicht? Oder gefallen euch die gleichen Produkte wie mir? Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir ebenfalls einen Daumen oben da. Vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche jetzt eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.